So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo. Lords of the Fallen, liebe Freunde, ihr habt gesehen, oder ihr seht, ich habe extra ein Intro jetzt gemacht, auch dafür. Weil es mich doch schon ein bisschen... Na, und dann müssen es durchspielen. Ich mach doch schon ein bisschen, ganz gerne. Ich kann direkt sagen, was es ist. Es allein schon, ich mag einfach Level-Design. Dass es kein Open-World ist. Ne? Kein Elden Ring also. Das ist einfach so, ich mag zwar so die Wege, klar, bisschen offen ist es, aber es ist nicht so durch die Open Pampa Schlau reiten. Heißt es doch bei dir, ne? Open Tier besser. Open Schlau ist, glaube ich, die Bezeichnung, genau. Das mag ich ganz gerne. Du musst so. Aber nur einen englischen kriegen, ne? Auf jeden Fall, ein Lörtchen auf der Fällchen ist auf jeden Fall schon mal cool. Ich frage mich nur, warum das so ist, dass es jetzt zwei Lords of the Fallen gibt, ne? Also die heißen ja exakt gleich, sind vom gleichen Hersteller oder Publisher, aber das ist irgendwie sonderbar, das ist so, gibt es sonst nirgendwo auf dem Markt, dass ein Spiel den exakt gleichen Namen hat, aber eigentlich sind doch zwei komplett verschiedene Spiele, wie soll ich das verstanden haben? Der eine sieht nämlich aus wie God of War irgendwie. Das weiß ich nicht genau, warum das so gemacht wurde, aber der hätte noch zumindest ein bisschen was ändern können oder so, oder? Genau. Naja. Oder Lords of Umbral oder so hätten sie nennen können. Wir gehen rein und... Hallo Xena, herzlich willkommen. Genau, erstmal hallo Xena, willkommen. Wir gehen rein und machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, was ich schon gar nicht mehr weiß. Nicht? Ich weiß es schon noch. Gut, dass du es nicht mehr Wir haben diesen Ding gekillt halt, diesen Boss. Ah ja, dann ging es da diese Treppe runter. Weiß ich gar nicht ganz genau. Ja, da wird gesungen. So. 3D-Fotos. Weiter geht's. Weiter. Ja, Shadow Man wird dann diese Woche mit einer leichten Vorausschau Dienstagabend starten. Shadow Man 20.30 Uhr. 2 habe ich auch fertig, genau. Wir müssen mal aber ohne richtig feste. Ach komm, wir sind immer noch hier, schau. Das ist ja das, was ich meinte. Was war denn da? War da ein Boss? Nee, ne? Hab ihn nur dumm angestellt. So, ich mach noch ein bisschen lauter. Wir müssen aber entscheiden, Deutsch oder Englisch. Aber nee, haben wir nicht. Das haben wir schon entschieden. Deutsch. Ich habe das gestern schon entschieden, oder beim 4-Stream habe ich gesagt, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich habe schon gesehen, dass es nicht überall im Intro allein schon keine Untertitel hatte. Oh. Deswegen, man kann zwar Subtitles einstellen, aber irgendwie sind die halt dann trotzdem im Intro nicht, ne? Schlecht. Das ist halt irgendwie dann eine komische Entscheidung. Deswegen werden wir Deutsch spielen. Das habe ich jetzt einfach so festgelegt. Da gibt es kein Vote auf jeden Fall dazu. Hat der Shadow Man die gleichen deutschen Stimmen wieder? Nee. Bitte. Das wird eine. Generell brauchen die Erwartungen nicht so hoch zu sein an diesem. Ah, hier kann ich doch wieder. Ich habe keine Samen kriegen. Immer noch nicht! Immer nur Null. Ah ja, die nervigen Typen. Ah ja, oh Gott, da waren wir noch aber schon vorbei an der Stelle hier, oder? Scheiße. Was ist das? Was wollte ich jetzt sagen? Ich würde die Erwartungen an Shadow Man 2 auf jeden Fall nicht so hoch hängen, weil eben das nicht so gut ist. Nicht so gut gealtert ist auch, ne? Es hat alte PS2-Spiel und war jetzt auch dem Hype vom N64-Ding einfach nicht so gerecht geworden. So, da ist er. Komm. Ich bin aber rückwärts gerollt. Das habe ich schon gemacht. Ja, geißel dich. Opfer. Stehen! Vorsicht, der Magier. Ja, auf dem habe ich auch die ganze Schiss. Ich hätte eher Angst vor dem Dornenschädel. Ja! Oh nein! Er geißelt sich. Shit. Mal einen Seitenwechsel machen hier. Nein. Nein. Oh, nein! Sorry. Lebst du noch nicht gerne? Achso, ich darf nochmal. Lebe ich dann immer noch da oben? Okay. Ah, okay. Bei Fallen wusste ich es noch nicht, wie es mit Fallen ist. Tod ist tot. Und das Auge. Geh da! Aber das ist auch unfair! So, aber jetzt haben wir einen. Oh, der Magier, schau, da bin ich mal geschickt ausgewichen. Das Auge beobachtet. Hat mich die Seele kurz erschreckt hier. Das mit dieser Kappe, die der Dude trägt, müssen... Ich mag gar keine Nüsse. Nicht? Doch, eigentlich schon. Aber lieber ungeschälte. Müssen wir da hoch? Geradeaus weiter, ne? Ich hab ein bisschen die Orientierung verloren. Ja. Da links ist dann der Typ. Ich ignoriere den einfach, oder? Ja. Zup. Schnell, sonst wirst du gestorben wie ich. Ich kann schnell klettern im Gegensatz zu dir. Lass mich. Ist links rum, da drüber? Shit. Ist da hinter mir irgendwas? Ja! Hä, bin ich ein Umbra?
Ja, da bist du Opfer. Warum? Du einmal stirbst, bist du schon ergeistert. Warum habe ich jetzt nicht unten nicht gewechselt? Weiß ich nicht. Weil der Gegner war natürlich. Ah ja, muss ich da rüber? Glaub schon, oder muss ich hier weiter? Nee, ich muss da rüber. Da rüber. Okay, das war ein Geficke. Hier, da war immer Hektik irgendwie. Das müssen wir jetzt mal cool, kurz geschickt machen. Rennen, wie wir rennen. So, und zack. Heppa. Nicht abschießen lassen vom Magier. Wir rennen und springen und fallen nicht runter, bitte. Verficht. Oh. Michi, bitte die Seelen, wie viel waren es? Ich hab's nicht gesehen, genau. Ich mag liebst ein Pistazien und Cashew. Sina, wie ist denn deine Pistazien? Pistazien oder ungesalzen? Also Cashew verstehe ich, Cashew fühle ich. Aber Pistazien waren nie meins. Doch, sind lecker. Hab ich auch nie verstanden, warum man das... Ich mag Pistazien gerne. Mandeln. Pistazien. Kick. Cashew, Nüsse. Mag ich auch halt in dem Päckchen so. Separat kaufe ich sie mir sonst nicht. Okay. Ich auch ungesalzten Zähne. Beim Arbeiten habe ich alle fertig gemacht. Am liebsten, ja, weil es auch völlig abartig ist. Natürlich gesalzen. Nein, ungesalzen. Also, nee, gesalzen ist das einzig Wahre. Also, wer ist denn ungesalzene Scheiße? Ich? Nüsse. Pfui Deibel. Da haben sie sich zurechtfertigt gemacht. Nee, also siehst du ja, merkst du ja an dem, an der Resonanz, dass es dann doch, dass es doch ungewöhnlich ist, ne? X-Mann, was ist denn los? Schnell, drücken, wir rennen halt. So wie du rennst, Michaela. Auf L, oder? Den linken Stick reindrücken. Ja. Drück, ja. Das ist, ja. Aber Pistazien, nein, Cashew schon auf jeden Fall. Cashew. Und wie springe ich nochmal? Rennen und X dann. So, sammel. X, alles X. Wie es sich gehört. Jetzt springen. Oh! Mach ein Blatt! Mach ein... Nein! Was machst du denn? Super. Bin ein bisschen nervös. Michael, sind wir eben die Uncoolen, die ihr Pistazien ohne Salz essen. Und wir sind die, wo länger leben gesehen haben. Wow. Und nicht irgendwelche hässlichen... Hallo, konzentriere dich lieber mal auf den Kampf. Wasser. Anvisieren, was ist los mit dir, Michaela? Ich mag mich anvisieren. Doch, du bist hier an. Was ist los denn jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Nee, was heißt weiß ich nicht? Visier doch einfach an. Hä? Das ist so... Boah. Visier doch an mich! Du machst den gleichen Fehler nochmal? Okay. Jetzt darf ich spielen. Nein, jetzt doch, ich... bitte, danke schön. Ruhe, Ruhe, ich Ruhe. Ich fass dir auch mal mit Ruhe, volle Ruhe, Kanne Ruhe. Rein einfach. Ja, Ruhe. Das ist unverschämt. Ich kann auch vorbeilaufen. Ich bin nicht mehr in der Umbra. Also wirklich. Genau, ich hab die Steuerung vergessen. Warum? Was hast du Steuerung vergessen? Das ist Dark Souls, Mann. Das ist jetzt, wie viel Teile von Dark Souls hast du gespielt und anderen Shit? Wie kann man das vergessen, wie anvisieren ist? Das kann ich nicht glauben. Ging halt einfach nicht. Natürlich ging das. Eben warst du noch vergessen, jetzt ging's plötzlich nicht. Also, für irgendwas muss ich da auch mal entscheiden. Rennen habe ich vergessen, ne? Nein, kannst du ihn nicht töten, weil er in der Umbra weg ist. Das weißt du doch schon. Aber wenn ich ihn runterschubst, bestimmt, geht's. So, gute Nacht. So viel dazu, Michaela. Ah. Oh, geil. Kann ich sogar töten damit. Komm, Steinigung. Tschüss. Haha, jetzt ist wenigstens Platz da. Gitter! So, bitteschön. Jetzt kannst du spielen. Gut, dankeschön. Da ist ein Item, noch nimm das. Das mache ich doch gerne. Ja, die 60 Frames spürst du auf jeden Fall. Das ist auch das Gute. Pass auf, Shortcuts auf, Riss. Das ist ja eine Tür, ne? Ah, warte. Was gibt's
hier irgendwas? Zerwurst. Okay. Was auch immer das heißt. Aha. Ah ja, das war das. Da waren wir ja schon. Das kennen wir. Das ist die Anschleichmechanik vermisse ich schon ein bisschen von Elden Ring. Oi, okay. Das war einer zu viel. Hat der schon wieder. Wieder ein Magier. Und wieder so ein Köpfe-Typ, oh nein. Ein Götter! Was machst du da? Warte. Ich habe keine Steine mehr. Scheißdreck. Okay. Keine Steine mehr. Was ist das eigentlich für eine Leiter? Okay, das ist ein Shortcut wahrscheinlich. Muss schon oben runterschmeißen wahrscheinlich. Oh, ein Bogen jetzt mal. Ich muss jetzt den Marker wegmachen, sonst ist es scheiße hier schon wieder. Ah! Bastard! Toll! Ich darf nochmal, ich lebe ja nochmal dann. Ach. Okay. So, genau. Geil, wie es ihn wegspickt. Ah, jetzt bin ich wieder in der Umbra, okay. Ist er auch da? Ja. Ne, der ist ja weg. Ne, der ist da. Der ist weg. Der ist da hinten, oder? Ja, genau. Was ist da runtergefallen? Du bist immer so völlig überzeugt von deinen Aussagen, obwohl du gar nicht weißt. Der ist halt runtergefallen, oder so. Aber du siehst, hast ihn ja auch jetzt schon nicht mehr gesehen, das ist ja das Ding. Es gibt auf jeden Fall Seelen, das nehmen wir mit. Kommt da rechts einer? Das ist neu hier. Ah ja, okay, sollen wir da hin? Ah, es geht ja nur dahin, ne? Ja, das ist jetzt eh in die Umbra müssen. So, hier waren wir noch nicht. Neuland, yeah! Hä? Achso. Anvisieren. Zerwurst ist ein Wortspiel für Servus, Chris Axinger. Zerwurst. Okay. Ah! Also die Steuerung, muss ich echt sagen, das ist ein bisschen abenteuerlich alles. Das ist etwas abenteuerlich. Na, wollt ihr euch vor mir? Nee, okay, cool. Oh, dieses Gezuckel ist das Schlimmste für mich immer. Dass die Kamera überall irgendwo hängen bleibt und der Charakter sich hier zuckelig bewegt. Das ist echt mies, dass es noch nicht gepatcht wurde. Oh, schade, ey. Das macht es ein bisschen alles ein bisschen nicht so toll. Dankeschön, Dankeschön. Oh, eine riesen Glocke wieder. Oh, was ist denn das für ein scheiß kurzes. So. Okay. Dann können wir schon die Ding machen, die Lampe runter. Wow. Hilfe. Ist auch irgendein Riesenviech. Was ist hier noch passiert? Tolles Spiel, wenn man das Berserker-Schwert verbrockt, mache ich nicht. Klingt gut. Ich will überhaupt mal ein Schwert haben. Ich habe nur eine Stange und so ein komisches Holzding. Mhm. Ich habe halt den, ich weiß nicht, wie er hieß, aber den Depraved halt genommen, ne? Am Anfang. Der hat nur diese... Hat nur einen Eimer gehabt zum Kämpfen. Ein Holzeimer. Oh, hier ist was los. Die Leiter kann ich runterlassen, Chris. Geht es in dieser Welt? Ja, mach das. Dann hast du einen Shortcut. Aha, komm mal hier. Was ist das hier? Nix. Aha. Oh, die. Hä? Warte mal. Übrigens, es war doch letztes Mal von irgendeiner Hapür die Rede. Oder irgendwas hat Xenia gemeint, dass ach die... Ach so, der Schmetterling. Wo sind die eigentlich hin? Ja, wo sind die eigentlich hin? Shortcut. Ja, ja. Okay, X. Yeah. Ah! Alter! Was ist das für ein Wichser hier? Mann! Ciao, ciao. Oh, das ist die Hand, geil. Oh. Mottenfrau, genau. Das hat mich ein bisschen erschrocken letztes Mal, aber ich habe die jetzt noch nicht getroffen, aber, ja, aber gesehen habe ich sie schon. Bei irgendeinem Todesfall. Oh, Chris, wir müssen uns langsam beeilen, das Auge hat schon über die Hälfte. Ah, jetzt komm.
dornenbesetztes Schwert des blutroten Rektors. Geil. Das ist so ein geiler Name. Das finde ich geil. Tschüss. Kurzer Prozess. Oh nein. Oh, der hat so ein... Okay, der hat so ein Ding, aber das ist hinter ihm. Ja. Ja, okay, tschüss. Ciao. Das war ein geiler Abgang. Das war ja easy. Da ist die Mottenfrau. Wo ist die Mottenfrau? Da ist die Mottenfrau. Ich check grad nicht, was abgeht hier. Ich muss mal kurz weg. Die nerven mich, die kleinen Bastarde hier. Alter, die kann doch nichts. Aber zu stark ist sie jetzt. Hä, die lebt ja immer noch. Nein! Hör auf! Nein! Nicht runterwerfen, das ist so Geschichte. Geh mal lieber da rein oder so. Ich geh mal lieber da rein oder so. Gibt's hier irgendwo. Oh, geil, ist ein Typ. Ist hier Gegner free oder ja, ne? Ja. Ah, hier, nice. So, das war cool. Geil, wir leveln auch mal. Yeah. Der Baum sagt, ja, die Eimer haben mich auch komplett überzeugt. Vitalität machen wir jetzt mal. Wer hat sich den Namen des Händlers gemerkt? Der Regen bekommt einen Duplo. Vom Händler? Oh. Kennt ihr den Händler? Dieses Viech. Meinst du den Großen, der mit dem Waldbart? Ja. Mol? Ja, irgendwas mit Mol. Mol? Ne, Mol. Mol? So, jetzt warte kurz. Wir gehen kurz zurück und gucken, was hier nach außen abgeht. Ich hab geruht. Nee, du bist schon in der anderen Welt. Ich hab geruht, aber... Nee, du hast dich aufgelevelt, bloß. Nee, ich hab geruht. Okay. Der im Freien, Michi. Oh nein, es ist der da. Oh. Aber ich sehe, hier ist doch Gegner-free, ne? Oder? Kann ich das Viech jetzt so machen eigentlich? Ja, ne? Er hat den Kürznamen, ne? Irgendwas mit D, glaube ich, gesehen, oder? Was ist denn jetzt los? Hä? Das ist ja dumm wieder. Okay, gut. Dann weg mit dir. Mach das gleich bitte nochmal. Komm. Oh, nee. Er macht's nicht. Der Drecksack. Shit. Das wird nicht klappen. Shit. Aber kann ich die nicht so erledigen, das Viech, oder? Shit. Okay. Oh, ich bin tot. Okay, gut. Wir gehen wieder rein. Ah, jetzt bin ich... Okay, jetzt habe ich das Ding. Okay, ich check's nicht. Wir lassen das. Leider kann man da hochklettern. So, Ruhe. Leider kommen wir dann wohl doch nicht drauf gesehen, ne? Wer gemeint ist hier. So, nur mal für alle, genau, jetzt haben wir auch ein schönes Licht hier. Für alle kurz zum Einsehen. Das finde ich auch cool an dem Spiel, dass die Charaktere, das pixelt ein bisschen rum hier, ne? Ich dachte gerade, es wäre schön anzusehen hier. Wir gucken uns nochmal kurz unseren Fashion-Freund an. Ohne Ding, guck mal hier, so sieht er aus. Irgendwie sieht er aus wie Thor. So wie Thor, das ist vom Körperbau vielleicht nicht unbedingt. Aber so, genau. Hallo Edmin. Hallo Edmin. So, irgendwas anderes Geiles haben wir nicht mehr, ne? Nee. Das ist schon das Bessere. So, jetzt mal gucken, wer der Typ hier ist. So spreche er. Another lamb bearer. Aye. So it goes. Should you end up one of the few to earn a vestige, I'll tend to it. As I do. For whatever it's worth. And until I'm in the ground myself. Okay. Was? The hallowed sentinels and Rogar will both show you horror enough, but nothing like what that lamp brings into view. Mm. And remember, you look into the shadows. Naja. Okay, ein nicht sehr weiterbringender NPC. Wieder eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Also, acht Türen, die ich nicht öffnen kann. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh, guck mal, auch sehr Dark Souls, finde ich. Hebel ziehen, geht der Fahrstuhl hoch. Die Mechanismus scheint zu klemmen. Yeah. Alles klar. Ja, nee, Michael, ich möchte nicht da raus, wenn der Typ da ist. Links gibt's aber noch eine Treppe. Ja, so einen Mechanismus habe ich gesehen. Möchte ich nicht da raus. Kannst nicht anders sagen. Ach so, Nee, ich muss in die andere Welt. Aber wie weit kommt der jetzt wirklich her? Kommt er her? Der kommt, lass ich einfach hier! Okay. Jetzt renn ich heraus und die Leiter hoch. Links. Der geht doch bis zum NPC, krass. Ah, spring doch dran halt. Bitte keine Spoiler hier, bitte, ne? Sollte klar sein.
Hast du noch ein Item deiner? Du kannst keine Schwerter jetzt benutzen, Chris, oder? Ja! Ist die Frage, ob ich benutzen kann. Das ist die Frage. Nee, ich kann es nicht benutzen, fucking hell. Weil, was? Stärke 19. Alter, ich bin 13. Oh. Das stimmt, gesehen. Ich sitze da, was habe ich da gemacht? Habe ich Homeoffice? Gibt es hier auch eine Geschichte zu der Waffe oder so? Kann man das irgendwie einblenden? Und besser, ich kann der Kosmo mit dem Spiel machen. Schalte Panels. Hä, okay. Dann kriegst du gar nicht, der Kosmo bestellt hat. Oh, geil, jetzt gibt es einen Fotomodus. Oh nein, kein Fotomodus. Oh, das ist ja nice. Wie weit geht der? Ah, nicht sehr weit. Für mich ist der immer eher so eine geile Kamerafahrtmodus. Guck mal hier. Ah, warte mal, wie geht's hoch runter? Das sieht man auch da, hier ist da. Ah, da, ja. Oh, das ist aber scheiße, ja, die L-Nertest-Tasten. Drastische Gewalt heißt bei den Spielern. Oh, guck mal hier! Das ist doch Anspielung auf Dark Souls. Wie hieß das? Letzte DLC? Ring? Irgendwas mit Ring? Ring? Da gab es auch sowas. Bei Ellenring gab es doch diese Ringe, oder? Nein. Die wohnen. Wo so ein Planet am Himmel steht einfach und brennt. Oder ein Mond. Okay, mehr ist ja gar nicht, Michaela. Ich darf wieder runter. Okay, sehr gut, dann können wir wieder reingehen. Der muss erstmal rauskommen hier. Ja, sehr gut. Und tschüss. Warte, kick! Ah, oh, lässt sich nicht kicken, scheiße, okay. Weg hier. Wie so, Ruhe nochmal, wie, so ein, oder? Wie so ein Feigling. Ja, ich ruhe nochmal. Und dann der kommt. Ruhe! Oh Gott. Okay, aber jetzt mal erstmal, das ist kaputt. Macht's Gong? Nein. Leider nicht. Aber wenn ich hier so eine Fackel mitnehmen könnte, wäre auch cool. Stimmt, mir fehlt noch so eine Fackel wie in Dark Souls 2. Ich habe eine Lampe. Okay. Einfach rein hier. Hui, Alter. In der Rolle nochmal umgedreht hier. Jetzt schlecht. Die sind aber auch geklaut, die Gegner. Hier, guck mal, da gab es auch im Sumpf bei Dark Souls 2, gab es doch auch so ein. Oder war es 3? Ne, ich glaube, es war 2. Gab es auch so Typen, die so ein Kreuz auf dem Rücken hatten die ganze Zeit im Sumpf, ne? Stimmt. Bei den Riesenkrabben und so. Mhm. Das ist ein bisschen geklaut hier, aber gut, das muss auch machen. Rechne ich dem Spiel an, sie haben wirklich versucht, was Schönes und Atmosphärisches zu entwickeln. Ja, ich habe schon gesagt, also designtechnisch, was das alles, was Gegnerdesign, Leveldesign, Umgebung, Atmosphäre und so angeht, das ist absolut top. Also könnte auf jeden Fall Dark Souls sein. Level-Design weiß ich halt noch nicht so ganz. Gibt zwar Shortcuts auch und so, aber was halt Design jetzt nicht von der Struktur her, sondern Design von der vom von der Textur her und so und von der Umgebung. Weiß gar nicht, wie man es nennt, ey. So, kann ich da rein? Oder sterbe ich? toll! Kann man riechen, dass der nicht schwimmen kann, der Boy? Das ist aber auch lame. Jetzt bin ich wieder umbrannt, ne? Will ich nicht sein. Jetzt darf ich die gleich nochmal töten. Um den Parasiten zu besiegen, musst du in die Umbra-Welt. Ja, ja, hab ich gemerkt. So. Und ich finde auch soundtechnisch, also soundtechnisch finde ich es auch ziemlich gut. Ziemlich okay. Also die Steuerung ist halt so ein bisschen leicht schwammiger und unpräziser, was eben auch dieses Zittern angeht manchmal und sowas. Ne? Das ist so ein Manko vielleicht noch. Also was so, was, wenn das noch oben wäre, wäre es noch besser. Mit der Welt, das war doch bei Soul Driver auch, dass wenn er gestorben ist, auch nie in die Schattenwelt kommen. Soul Driver? Soul Driver, ja. Soul Driver? Verkauft? Reaver? Soul, wie heißt er? Soul Reaver, ja, richtig. Soul, ja. Aber nicht Souled. Wie Soul, meine ich jetzt. Was war da genau so? Da schau, wenn du da in der echten Welt gestorben bist, dann bist du auch nie in die Schattenwelt. Ja, ja, genau. Ja, das ist halt eine alte Spielmechanik. Das ist halt. Gab's auch in anderen Spielen. Schon tausendmal. So, was ist also tabu? Schau mal zu der Figur. Ist ja, die Umbra, ob die blöd guckt, deine? Achso. Geht es so weit? Oh ja, oh. Ah. Das ist toll, das meine ich, ja? Alter, guck mal, die Gesichter sind noch unheimlicher. Ist da oben drüber? Alter, geil. Das meine ich halt, designtechnisch. Da könnte sich Dark Souls was abgucken mal. Das ist schon cool hier. Eklig. Guter Hinweis, Michaela. Ah, ja. Oh. Genau, der Charakter fühlt sich ein bisschen wie Styropor an, meine ich halt. Er hat nicht so diese Schwere wie von Souls-Spielen, ne? Gerade jetzt beim Rollen auch gemerkt, das ist so ein bisschen. Es geht zu leicht. Aber gut, das Gewicht wird mich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann einschränken, wenn ich zu viel mit mir rumtrage. Aber ich meine so auch dieses
klapprige, wenn er eine Rüstung hat und so weiter. Das ist richtig nice in Lord of the Fall. Oh, habe ich gar nicht. Noch gar nicht gemacht. Aber habe ich auch in Dark Souls schon nicht gemacht. Ich muss kurz sauber aufstoßen. Ja, trinken wäre gut. Weiß nicht. Irgendwas Kaltes aus einer Glasflasche vielleicht. Was Kaltes aus einer Glasflasche? Nein! Oh gut. Okay, Glück gehabt. Ah, diese Marke nerven langsam ein bisschen. Lass mich immer. Oh, da ist noch einer! Hilfe! Der hat sich bisher noch gar nicht gemeldet. Was? Ja. Okay. Ich habe wieder Steine. Ich könnte mal Steine werfen probieren. Der schießt mit Dingern und ich schieße mit ihm, mache mit Steinen platt, guck mal. Das ist doch cool. Er kriegt den leider nicht toten Stein. Oh, wenn man das leveln könnte, das wäre cool. Vielleicht kann ich das irgendwie leveln, dass das mehr Schaden macht, so ein Steinwurf. Töte ihn! Ja! Nein! Ein Stein noch! Ein Stein, der deinen Namen trägt, Magier. Toll. Ein Stein hat noch gefehlt jetzt. Meine Fresse. Ich bin schon gestorben, oder habe ich geruht? Ja, stimmt. Nee, ich hab egal, ich darf nochmal. Und jetzt? Immer noch, Daddy. Kenny. Aber, ja, guck mal, das hat mich gelockt. Das ist so. Du Bastard. Jetzt erstmal hier aufräumen hier. Das Kampfsystem, wenn so mehrere um mich rumstehen, erinnert mich echt ein bisschen so an Batman. Das war auch so ein bisschen, der vom einen zum nächsten gesprungen ist. Jetzt komm hier. Alter, der Boy nervt mich die ganze Zeit jetzt hier. Komm, Alter. Stimmt. Jetzt mal erstmal den Platt hier. Oh. Damit es Ruhe ist. Genau. Für den Rückweg. Tief gefallen. Batman. Ja, jetzt Batman. Hier, Arkham Asylum und so. Spiel. Oh, nee. Was macht das für so ein enger Gang hier und der Typ, alle? Ja, der kommt schon, der kommt schon, der kommt schon. Kann schon beirennen. Im halt, wenn ich ihn irgendwie. Naja, komm. Ja! Nice. Das ist ja geil, okay. Ist natürlich dumm programmiert, kann man sagen. Aber trotzdem nice gemacht. Dass das überhaupt geht. Also, ich bin ja schon in Umbra. Ups. Trotzdem mal ein bisschen Helligkeit. Nee. Eine Lampe, die keine Helligkeit bringt. Sie hat das auch mit dem Typ. Ja, das ist auch das Klügste. So Gegner gab es ja auch schon in Souls-Spielen. Deswegen ist eigentlich eine bekannte Mechanik. Oh Gott, kurz. Wow! Man hört dich kaum. Jetzt besser? Ja, das ist ja das Test. Mach nochmal. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt ist besser. Hier ist das Rätsel auflösen durch Christian Speed. Das ist halt das Blöde, ja? Muss ich das Mikrofon so höher machen vielleicht? Hallo, hallo, hallo? Ah ja, jetzt besser. Jetzt geht's auf jeden Fall. Du warst weg vom Mikro, genau. Ich bin ja auch immer weg vom Mikro. Ich habe das Spiel aber auch extra laut gelassen, um die Atmosphäre ein bisschen einzufangen. Boah, bei der Rolle gefallen hier. Guck mal, das ist wieder so eine typische Parade hier. Da kommt doch gleich einer. Aha. Ich hab Sachen, ne? Ja. Oh, da unten geht auch die Post ab. Okay. Ah, guck mal hier! Ja! Nee! Ich hab immer noch keinen Samen. Was? Item. Was kann man denn da machen? Schwacher Kraftschädel. Kann man dieses Dämmchen kaufen irgendwo? Vielleicht das beim Händler, mit dessen Namen wir nicht mehr wissen. So. Glocken? Nein. Das ist kein Sprung wert. Das ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Was macht denn die Mottenfrau? Ich habe jetzt gar nicht viel von der mitbekommen. Nein, du musst ja unten zu der Party, Chris. Ja, ich weiß. Sollen wir aber erstmal hier ein bisschen. Oh, wir könnten schon wieder leveln, glaube ich. Aber dass wir keine Samen haben, ich habe auch schon zwei Stellen gehabt, wo wir nicht machen können. Oh, da unten, was ist denn das für einer? Das ist so ein Boss, oder? Sehe ich doch jetzt schon wieder. Können wir meine Augen leuchten hier? Ja. Warum ist das so? Ach, weil umrabbeln. So. Oi! Ja, der Boy da, der macht mir ein bisschen Angst, ja. Ah.
Das sind lauter Motten. Ich räume erstmal hier raus. Ah, das ist gar kein Boy. Es ist ja wohl geil. Das ist ja was Gutes hier. Ah, ja. Haben wir es hier? Da ist eine Mottenfrau. Okay. Jetzt merke ich was. Heilung, komm. Roll. Jawohl, roll weg. Wegroll. Schlag irgendwie, dass du deine Kraft kriegst, Chris. Die kotzt hier. Ey, Ritter! Halt mal auf jetzt! Mach mal weg da. Boah, es ist ein bisschen hier kritisch gerade alles. Ja, die spuckt viel. Jetzt weiß ich die nicht. Aber dass so viele Kleingegner sind. So, weg ist sie. Die haben es auch mal weg. Kommen jetzt immer wieder welche oder was? Ich habe langsam das Gefühl. Fuck it. Mann. Du musst dich auf jeden Fall beeilen, weil es auch geht. Was bringt's? Samen? Umbralreste. Und Schlüssel der Offenbarung. Ey, ich muss hier weg, ja, weil die kommen tatsächlich alle irgendwann zum Leben. Da ist noch was. Mann, nimm das auf! Mana-Steinklumpen, nein. Ich glaube, wir müssen einfach hier wieder hoch, oder? Ja. Jetzt wird es Zeit, wieder zurückzukehren, ja? Ah, hier hoch. Nein, mach schnell! Schnell, junger Held. Oh. Oh je, ob da was kommt jetzt, weiß ich nicht. Hier lang? Da kriegst du die Abkürzung. Da ist das Ding! Genau. Oh nein! Bastard. Du kleiner Wichser. Die Rennattacke ist geil. Dann macht er gleich so 1, 2, 3. So, schnell rein da. Jetzt, jetzt komm ich immer rüber. Ja, genau. Wie, was heißt... Ja, genau, hör mal auf damit. Ich kann aktivieren, Chris. Ich kann nichts aktivieren. Doch, spring runter. Achso, okay, warte kurz, ja. Lass mich erstmal rundum gucken hier. Ne, spring gar nicht. Okay, cool. Yeah. Ich muss übrigens entschuldigen, das letzte Mal war das Gameplay hatte falsche Bildeinstellungen. Deshalb war es so krass bunt und farbstark. Oh, das sah komisch aus ein bisschen. Jetzt ist ein bisschen blasser alles wieder so auf normal Dings. Da habe ich leider noch so Einstellungen drin gehabt für die Retro-Spiele. Deswegen sah das jetzt mal ein bisschen komisch aus. Ah, komm her. Bleib sitzen. Oh, das Ding war weggeflogen, ey. Ah, es liebt sie. Das macht sau Spaß, die Leute drunter zu kicken hier, muss ich echt sagen. Ich sehe immer keinen Samen. Irgendwo gibt's keine Samen. Aber ich spiele mit dem Gedanken, wieder Dark Souls 2 zu spielen auf der Hauptplatte. Was ist hier? Es zwei Welten gibt, finde ich eigentlich. Die kann auch Samen machen. Ja, wie oft man Samen machen kann hier. Ich merke jetzt noch nicht, dass man sich so beeilen muss, weil man sonst mit Gegnern überrannt wird. Ich glaube, sogar Hogwarts Legends mache ich mit Last Hero auf kam die Kalia ran. Was? Ja. Da kam die lange Leiter, war das. Oder? Ja, genau. Da unten war doch das mit dem Mottenlevel, oder? Ah. Nee. Nee. Nee, nee. Ah, das gibt's nicht in der Schattenwelt, oder wie? Okay, ist gar nichts. Krass. In der oberen Welt waren die ganzen Mottenviecher da. Okay. Wenn du Minecraft gespielt. Die erst gesammelt, okay. Sehr schön. Scheiße, ich müsste schon darüber irgendwie. Die Glocke läutet. Was man hier alles liegen lässt. Aber soll ich da runter? Kann ich da. Da kann man schon oben runterspringen, oder? Ah, da gibt's hier Leiter. Was ist hier so golden? Der Regen hier ist so golden. Ah! Das war klar. Bin ich wieder am Anfang irgendwie? Ich hab's Gefühl irgendwie.
Boah, ich zieh schon wenig ab, ey. Oh, ist aber so ein Boy! Nein! Weg! Ah, der Maul. Und roll! Und roll. Ja. Komm. Ui, fast. Jetzt. Lass dich doch mal kicken! Kick ihn doch runter! So ein Bastard! Hat er drei Schritte, drei Kicks gegeben. Nichts gebracht. Ja, geistlich im Kommen. Ei! Oh, es ist so ein Sohn gewesen! Das war. Du lebst wieder. Hat mich einfach in dem letzten Moment gekickt. Okay, aber er ist tot. Was war denn das? Das ist geil, Junge. Das gefällt mir. Das ja, toll. Wer schießt denn da noch auf mich? Ah, hier ist wieder so. Okay, ich sehe schon was. Bin ich jetzt gerade Umbra? Ja. Ich bin jetzt Umbra. Lass mich kurz überlegen. Ja, genau. Ich muss einfach das Viech kaputt machen hier. Mach doch das Viech kaputt. Hä? Was? Alter, jetzt kommt der runter hier. Was ist denn hier los? Das ist so eine Barschlägerei hier gerade. Ey, ich treffe das Viech auch nicht. Man kann das nicht anvisieren. So, jetzt. Ich kann Magie anvisieren gar nicht, so finde ich irgendwie leer. Aber wir sind super. Oh, ja, noch schneller auch noch. Volles Battle hier. Oh nein, ist das weit weg? Bastard. Alter, die machen mich fertig hier. Kämpf halt einfach. Mein Gott, was da dran? Gut, Turgid ist jetzt zwar. Glockenstab. Ah, hier, was ist das? Eine Umbra-Entität hindert euch am Fort. Schreit, ja, was soll ich da machen? Ach so, natürlich, das kenne ich doch. Diese Wurzeln hier, die müssen wir verfolgen. Die sind ja rätselmäßig so. Da oben habe ich schon was gesehen. Jetzt kommen schon wieder neue Gegner. Das nervt ein bisschen. Genau, die Dinger muss ich kaputt machen da oben. Komm, anvisieren, nicht da. Da anvisieren. Hä? Das ist halt dumm. Ich würde gerne das da oben anvisieren. Jetzt hat. So, nämlich, jetzt geht hier diese Wurzel nämlich weg. Aber das war nur eine. Es gibt noch mehr. Scheiße. Ja, ich will vor allem erstmal hier hoch. Ich spiele sehr gerne Minecraft und mache dort immer was anderes. Aber auf Dauer allein zu spielen, finde ich mir immer eins und deshalb wechsle ich. Stimmt. Klar, Mana-Stein. Was ist das für eine Munitionstasche? Mit diesem Mana-Stein hier. Okay. Sonst ist ja nichts, ne? Wo geht das hin? Ah ja, guck mal, da ist noch mehr. Dann ist erstmal das linke hier. Da oben. Kann ich das von hier aus erreichen? Ja. Der geht immer so einen Schritt nach vorne, wenn er dieses Move macht, und nach hinten sogar. Da habe ich immer ein bisschen Angst. Da müssen wir noch irgendwie da runter, oder? Ja, irgendwie noch da runter. Wo geht's da runter, Christian? Wo geht's runter? Ah. Warte kurz. Wenn du Alter. So komisch rennst, wird's ja manchmal ein bisschen komisch. Hier ist jetzt cool, hab ich mir das letzte Mal schon gedacht, Michaela. Ich hab schon gemerkt, dass hier komisch wird. Ist halt ein bisschen zügig, ja? Es wird doch wieder ein Doom hier. Aber solange nicht irgendwie anfangen, krass zu gähnen oder irgendwie dann. Du gähnst immer! Nee, halt so krass irgendwie. Ich merke das dann mal. Da weiß ich keinen Unterschied zu erkennen, krass oder nicht krass. Ja, 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 das sind die Boys. Ich habe keine Energie mehr. Weg, oder? Ja. Erstmal den hier. Buch der Sünde. Geil. Okay. Mag ich. Der Titel gefällt mir. Weiß nicht so halt. Ich finde, ich kriege aber nicht gut. Wo ist jetzt das Ding hier? Wo ist der Boy? Verstecken. Okay. Nein. Lords of the Fall, was ist das Lie of Peer? Das ist ja eigentlich zu Ende. Ja, Lies of Peer hat mich irgendwie nicht gecatcht richtig, so grafisch auch nicht so. Weiß ich nicht. Habe ich da die Demo gespielt, aber es hat mich jetzt nicht so designmäßig begeistert wie das Spiel. Das sieht schon irgendwie. Ja, das ist auch so einer. Reißen ihm sein Herz raus. Okay, vorsichtig. Ich glaube, wir haben ihn von seinen Qualen befreit.
Da kommt Bleak Fate Forsaken Linden. Boah, Alter, das ist zu much. Mittlerweile muss man aber echt sagen, es gibt vielleicht doch ein bisschen zu viel Souls-like-Spieler. Da Überblick zu bewahren und auch die alle zu spielen, ist schon eine Herausforderung. Wenn man sonst nichts anderes spielt, ist es schon mal. Ja, aber irgendwie ist es doch auch mal öde, also muss ich auch sagen. Hä? Warum geht nicht? Jetzt geht's. 6000, wir brauchen jetzt langsam mal wieder so ein Bonfire-Gedöns. Da unten wäre wieder was, aber es ist, Alter, wie viel? Bild. So, ah, guck mal. Eine sexy Statue hier, schau mal. Ich kann da nichts machen, während ich hier. Guck mal, ich springe auf den Möppelis rum. Hi. Sind ja gar nicht weich. So. Ein Kommentar. Aber auch so platziert ist vom Level-Design, vom Game-Design hier, weißt du? Aber das sieht ja, das ist ja gar nicht die Unterwelt. Ja, aber warum, ja, sieht, warum sieht die normal aus? Immer die Buddha, die Veranstaltung. Bei Lost of Fall habe ich immer das Gefühl, dass ich 3 bis 4 Sekunden nachdenke, bevor ich die Lampe und Azio-Aktion mache. Es ist nie so locker flockig von der Hand gegangen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ei! Ich weiß nicht, was du mit Anzi-Aktion hast. Okay, okay. Das Kicken macht Spaß, ey. Vor allem geht's. Ich finde das Kicken auch ehrlich gesagt besser. Ich finde das Kicken besser mit L1 und R1 als bei Souls. Das kann ich schon mal so mal sagen. Das finde ich irgendwie angenehmer. Weil bei Souls war es ja immer irgendwie mit dem Stick drücken, sowas, ne? Das war nicht so geil, fand ich. Boah, guck, wie die Gegner hier kommen. Das ist ja voll nervig. Das beste Soul. Bloodborne-like. Wie ich das gesehen habe. Oh Mann, ich muss in die normale Welt. Ich muss ein bisschen beeilen, Chris. Ja, ich weiß ja nicht wohin. Alter, Augen überall. Max, keine Augen. Was? Strahlenbolzen. Oh, da unten sind Hühner. Ich geh mal hier rein. Shit, das Auge ist gleich voll, ja? Keine Ahnung, was soll ich tun? Okay, das ist der Hühner, da will ich nicht hin. Da geht es ab, das ist ein Schmied, okay. Erstmal gucken, gibt es irgendwas zum. Ja! Okay, komm, mach! Oh, guck, es geht schon los! Oh, war das knapp! Oh, das war schon rot! Hoho! Das war ja aber arschknapp! So, ist der Hühner immer noch da, ja, ne? Ja, da ist er. Wer ist das? Ein Hühner. Hühner? Ja. Sagt mir gerade nichts. Tja. Ein großer Kämpfer. Oh ja, der hat Bock. Ja, das sieht so typisch aus wie so ein Soul. Ach, so ein typischer klassischer Souls. Er hat sogar ein Schild, Mann. Ah, das war Parry möglich wahrscheinlich. Der ist easy, aber. Oh! Hättest du geklappt. Nicht gierig werden! Nicht gierig werden! Jetzt! Oh! Bam, bam. Ist ein komischer Hühner kaputt gegangen. Gefängniszellenschlüssel, schau. Ah. Damit können wir die Braut jetzt befreien. Wahrscheinlich, was ist denn hier für eine Action? Schau mal in der dunklen Welt. Ja. Alter, das ist halt geil einfach. Sorry, aber das ist halt schön grotesk, makaber. Magst du sowas? Ja. Oh! Ippi. Wo ist die Tür? Sprechen. Gerlinde. Guck die Kamera ein. Was? Die Gerlinde ist die Schmieding. Ah, nein, gehört also nicht zu diesem Narren. Gut. Der Schlüssel, her damit. Ja, ja, jetzt warte mal ab da. Wo ist denn der Eingang? Der ist hier zugemacht. Achso. Muss ich hier den Schlüssel geben? Weiß nicht, wie man gibt man Items über? Ah, hier. Boah, die Kamera. Wir fangen jetzt den Schlüssel übergeben. Nichts tun. Doch. Ja, vielleicht, aber jetzt habe ich auch das Gefühl von Dark Souls, ne? Vielleicht ist die böse irgendwie. Das Gelinde kommt mir so wie so eine grantige alte Oma vor. Chris hat die Gruselfrau an der Wand da gerade etwas gegähnt. Was heißt Gruselfrau? Ja, genau. Das war doch nicht Gruselfrau, das ist ein Typ. Das ist ein Typ, ich hätte gesagt, das ist ein Hippie. Der hat doch hier. Ach, das ist jetzt also eine Frau, ja, aber das ist doch ein Typ. Der schreit so. So ein Hippie-Typ ist das. Keine Frau.
Nicht seine Schulter, aber wahrscheinlich seine Brust. Die ist jetzt ein bisschen aus wie eine Frau, ja. So. Jetzt haben wir auch diese Lautstark zu beschweren. Lass mich erstmal hier erkunden. Guck mal hier nämlich. Guten Abend, Nova. Hallo, Nova. Blutungsheilung. Oh, ich glaube, das waren die Dinger. Ah, ne, Blutungsheilung war es nicht. Aber ich brauche irgendwelche Sachen, die so... solche Seelensteine. Der Hund da hinten macht mich verrückt. No one gets the better of Gelinda for long. Finally, oh, das sieht ein bisschen aus wie die Hexen aus Dark Souls 3. You made a slave of me. Sparky. You don't count. Wer war das? Der nebendran, ey. Schnecke, ne? Oh! Nee. Offensichtlich nicht. Was ist das für ein Boy? Muss zum Friseur gehen. Oh ja, der ist echt Slave, Stream ja. Stream weg, Chris. Was? Oh ja. Wenig Dings. Wenig Leitung. Mach die nicht auf, die Gelinde. Die Olle. Ich muss jetzt mal das Viech da weg. Das macht mich die ganze Zeit nervös. Aber ich weiß nicht, wie gut es ist. Ja, Stream gerade weg. Ja, irgendwie ist gerade was. Nein, nicht so gut. Ist die Ding-App noch an vielleicht? Also die haben wir gar nicht hier dran gemacht, ne? Keine Ahnung. Ah, ich hab gar nichts getrunken, Mensch. Das ist auch nicht mehr kalt. Oh, das andere jetzt bringen. Ja. Passiert ja nichts hier. Warum ist das jetzt so? Das ist jetzt leider merkwürdig, müssen wir ein bisschen warten. Oder weil ich warte, wir warten jetzt schon ein Weilchen, aber irgendwie ist es. Beruhigt sich das nicht, ne? Ist alles rot. Rot, rot, rot. Leider. Null. Rot und null. Aber wenn das jetzt so bleibt, dann ist aber schlecht. Ja. Oh, yeah. Da kommen Erinnerungen hoch. Ah, gelb. Rot. Das ist echt ärgerlich. Oh Mann. Toll, was soll ich jetzt machen? Ist irgendwas passiert oder so? Kosmos-Kabel gebissen oder so? Ja, ich wüsste. Vor allem, es ging ja bis dahin. Ne? Ja, das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Ich muss ausmachen, nochmal neu starten. Ich muss nochmal neu starten. Mal gucken, ob es das hilft. Neustart, bis gleich. So, im Video. Das Video bleibt aber bestehen. Ah, ja, okay. Dann kann man es noch beobachten. Das ist für die Videogucker natürlich vorteilhaft, unschön. Ja. Aber ihr könnt ja vorspulen, ne? Ihr könnt ja vorspulen, bis die Probleme behoben sind, wenn sie denn behoben werden können. Schon? Nee. Hilft auch nichts. Soll ich jetzt einen ausschalten? Ja, mach mal. Also Stecker ziehen, ne? Weißt du, welchen Stecker? Rausschneiden kann ich das Zeug leider auch nicht, weil ich es jetzt nicht bearbeiten wollen würde, das Video. Dafür ist es zu groß. Michaela steckt jetzt mal kurz den Router aus.
Ich meine, heute ist wieder, aber wir hatten auch andere warme Tage, da ging auch alles gut. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkommt. Warte. Jetzt? Aber vielleicht liegt es auch nicht an uns, aber ich weiß es nicht. Ja, doch, muss an uns liegen, ne? Oh. Michi, der Hund bellt, ne? Was hast du jetzt gemacht? Michael, du hast einen falschen Ticker gezogen. Was ist denn los? Michaela? Warum hast du jetzt den Stecker gezogen? Du bist zu leise. Du redest extra leise, damit ich nichts verstehe. Steckst du es auch wieder rein? Okay. Kann ich da nichts machen? Ich höre immer noch nichts. Ach, Freunde. Wir haben nur noch kein Internet, ne? Also jetzt habe ich sogar kein Internet und kein Ton. Quasi ist die Situation verschlimmert. Das läuft ja alles super. Keine Ahnung. Michi, wie sieht's aus? Ich höre leider nichts. Ich höre nur ganz viel Gekrumpel irgendwie da hinten, aber irgendwie. Du sollst es doch nicht kaputt schlagen, ne? Jetzt höre ich Spielton wieder immerhin. Aber wir haben immer noch kein Internet, Michaela. Was ist los? Was mit dem Internet ist. Okay. Ich habe aber keins. Ach, Mann. Ich wollte ungern auch noch aufstehen, aber muss ich wohl. Der Michael ist weg. Okay, die Box sammelt sich. Aber noch ist nicht kein Internet da. Ja. Das ist natürlich eine blöde Scheißsituation. Die so immer doof ist. Hatten wir in der Vergangenheit schon öfters mal. Aber. Sollte eigentlich längst behoben sein. Ist ja auch behoben geworden, also wir hatten erst lange nicht mehr das Problem. Aber das Internet kommt nicht zurück, Freunde. Als hätte es sich verabschiedet in den Urlaub. Ah, obwohl, jetzt kommt langsam was. Obwohl mir das Ding aber noch nicht anzeigt, dass es da ist. Ach je. Jetzt scheint es wieder da zu sein. Aber 0K PBS? Nee. Das scheint hier nichts zu werden anscheinend. Warum Internet weg? Ausgerechnet heute und jetzt. Das kann doch nicht sein.
Null KP PS. Keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, ich mache nochmal aus. Und wir versuchen es später nochmal irgendwie. Ja. Entschuldigung. Ich mache mal aus kurz. Alles kommt.